Clemens, weißt du was? Heute ist der große Tag. Wir stellen endlich dein Buch vor. Hallo und herzlich willkommen zu Own Home, das Magazin. Heute stellen wir dieses Buch vor. Clemens Jakob ist nicht mehr nur Denker, Bauherr und geniales Vorbild von mir, sondern auch unter die Autoren gegangen. Und auch heute, wie immer, mit mir im Studio, Clemens Jakob ist dabei. Schön, dass du da bist. Hallo Felix. Hallo. Du hast dieses Buch geschrieben. Wir haben schon ein paar Zitate immer mal auch in Sendungen da drin gehabt. Und jetzt wollen wir es einfach mal richtig vorstellen, dieses Buch, ne? Ich habe in dem Buch schon viel geblättert, deswegen sieht das nicht mehr so jungfräulich aus. Und ich habe mich während des Lockdowns schön aufs Sofa in der Decke gemummelt und habe das durchgelesen und es war wirklich eine Freude. Also es hat mir einfach total Spaß gemacht. Also erstmal finde ich, fällt total auf, es sind wirklich schön gemalte Bilder da drin. Wer hat das gemacht? Das war der Vorschlag von dem kleinen Verlag, der Jonas Dinkhoff, den ich kennengelernt habe, als er bei mir zu Besuch war und seine Masterarbeit geschrieben hat. Und ein Teil davon ging übers Own Home. Und im Gespräch ist dann die Idee irgendwann entstanden, ein Buch drüber zu machen. Und während ich geschrieben habe, hat er mir dann erzählt, er hat jemand, die Daniela, die könnte die Zeichnungen machen. Und am Anfang war ich gar nicht so begeistert, weil ich habe viele Zeichnungen selbst gemacht. Ja, die waren manchmal etwas hemdsärmelig. Und er hat mich aber relativ schnell davon überzeugen können, dass sie einfach wirklich eine tolle Arbeit macht. Und ich kann jetzt nur im Nachhinein sagen, es hätte nicht besser passen können. Es hat sie wirklich genial gemacht. Ja, also es wertet dieses Buch wirklich auf, also so, dass man auch eine Freude an dieser Wertigkeit auch hat. Wir sehen jetzt hier mal diese Themen, das Inhaltsverzeichnis, da ist einiges drin zu sehen. Wir fangen einfach mal chronologisch an. Beim Lesen ist mir aufgefallen, du fängst mit dir an und es ist eigentlich so dein Weg zu dem, der du heute bist. Du bist früher viel gereist und hast bei diesen Reisen bist du auch auf vieles gekommen, was du heute verkörperst, bist und was du für Ansichten hast. Ja, das ist so entstanden, dass eben ganz häufig die Frage aufgetaucht ist, wie bist du auf die Idee gekommen? Und ich habe dann selbst angefangen, darüber nachzudenken, wie ich überhaupt dazukommen bin und habe dann festgestellt, dass eigentlich so ein kontinuierlicher Prozess war, bis ich dort ankommen bin, wo ich jetzt bin und dass es ganz viele wichtige Phasen in meinem Leben gab, die das beeinflusst haben. Und es lässt sich nicht einfach sagen, es war das und das Erlebnis. Und von daher dachte ich mir, es ist eine wichtige Komponente darzustellen, wie man zu sowas kommt und auch Leute zu ermutigen, dass man zu jeder Zeit, an jedem Ort anfangen kann, anders zu leben. Es gibt hier eine, ziemlich am Anfang, eine Begebenheit auf Tuvalu, wo Menschen sich interessiert haben, wie lebt man eigentlich in Deutschland. Das war in den 80er Jahren, ne? 81. Und wo du angefangen hast zu erzählen, wie die Menschen in Deutschland leben. Und da gibt es diese unglaubliche Erzählung von dir, wo du sagst, wie Menschen bei uns in Altersheime kommen. Also da habe ich das erste Mal so richtig bewusst erlebt, diesen Satz,
wenn man über den Tellerrand rausschaut, also solange man in der Suppe schwimmt im Teller, kann man eigentlich gar nicht erkennen, wie die Situation ist. Und auf diesen Inseln, es waren eben Inseln, die keinerlei Tourismus kannten. Und als die dann wissen wollten, wie man bei uns lebt und speziell die alten Menschen, dann durfte ich aus der Perspektive zurückblicken, wie wir das bei uns handhaben. Und in dem Moment kam mir das sowas von absurd vor, was vorher, als ich in der Situation selbst gelebt habe, das Selbstverständlichste war, dass eben Menschen, wenn sie alt sind, ins Altersheim kommen. Und dann habe ich angefangen, das denen zu erklären. Ja, und dann wollten die wissen, was machen die da? Da habe ich so ein bisschen überlegt und mir ist nicht so richtig was eingefallen, außer dann tatsächlich zu sagen, naja, eigentlich warten sie drauf, dass sie sterben. Und ein ganz wichtiger Aspekt war, wer kümmert sich um die? Ist doch völlig klar, die Pfleger, die Altenpfleger, ist ein Beruf bei uns. Und denen dann klarzumachen, dass das Menschen sind, die sich um unsere Eltern kümmern, die überhaupt nicht kennen, die kriegen halt Geld dafür bezahlt, war plötzlich ganz komisch. Und so war dann auch die Resonanz von den Zuhörern, die dann gesagt haben, sie verstehen das nicht, weil doch die Eltern sich die ersten 20 Jahre von früh bis spät um ihre Kinder kümmern. Und dann ist es doch das Selbstverständlichste, dass sich am Lebensende die letzten Jahre sich die Kinder um die Eltern kümmern. Und es hat sich für mich dann so stimmig angefühlt, dass ich mir gedacht habe, wow, in welch komischen Verhältnissen leben wir? Was ist bei uns zur Normalität geworden? Also das war dann für mich sehr beeindruckend. Dann haben wir hier ein wunderschönes Bild, das ist wirklich charmant. Da sieht man auch noch, zu D-Mark-Zeiten ist das noch. Da hast du dein tolles Mobil vorgestellt, womit du auf Reisen gegangen bist. Was ich daran eigentlich so toll fand, war, du beschreibst da eine Situation, wo ein Kollege auf dich zukam und dir Bedenken einreden wollte, weil er sagte, bist du überhaupt schon mal mit so einem Anhänger gefahren, was du nicht warst, und sagte, um Gottes Willen, das fährt sich ganz furchtbar und musst du doch erstmal machen. Diese Menschen gibt es, wenn man wie du so einen Weg geht, der vielleicht ein bisschen abweicht von dem Mainstream, begegnen einem doch oft solche Menschen, oder? Die immer wieder sagen, sag mal, was du da machst, hast du dir das gut überlegt? Ja, das ist, glaube ich, permanent so, dass einem diese Menschen begegnen, in dem Moment, wo man Ideen hat, die jetzt nicht unserem normalen gesellschaftlichen Denken entsprechen, weil man dadurch natürlich auch das gesamte System in Frage stellt. Also man kommt mit neuen Ideen, mit neuen Werten, und wenn die eine Gültigkeit hätten, dann würde man damit automatisch auch das, was bei uns in der Gesellschaft im Moment die größte Gültigkeit hat, nämlich materiellen Wohlstand anzuhäufen, in Frage stellen. Und es verunsichert die Menschen natürlich. Und deshalb fahren die mehr oder weniger alle Geschütze auf, um zu verhindern, dass da jemand was anders macht. Und das ist so neben den eigenen Barrieren, die man oft im Kopf hat, mit die größten Herausforderungen, die man dann zu meistern hat, wenn man einen anderen Weg gehen möchte. 85 hast du dann, bist du auf eine Fachoberschule für Gestaltung gegangen. Schreibst du so schön, bei einem Streitgespräch mit einem der Lehrer gegen Ende des ersten Schuljahres fauchte er mich an, Ihre Fantasie können Sie zu Hause lassen. So machte ich das dann auch. Genau, aber ich blieb bei meiner Fantasie und bin auch zu Hause geblieben. Wie man sieht heute, ja. Und da war es für mich dann schon sehr deutlich, dass in der sogenannten kreativ-künstlerischen Schule unsere Wirtschaft enorm großen Einfluss ausübt. Das heißt, die Wirtschaft gibt eigentlich vor, was am Ende rauskommen soll. Welche Fähigkeiten die Schulabschließer haben sollten, um so zu funktionieren, dass sie
unseren Konsumapparat gut bedienen können. Und alles andere hat da nichts zu suchen. Und das war für mich dann tatsächlich auch der Punkt, wo ich gesagt habe, nee, das ist jetzt nicht das, was ich machen will. Und habe dann die Ferien genutzt, um mir eine sogenannte freie Kunstschule zu suchen. Was für mich dann schon erstaunlich war, allein der Begriff, Kunst sollte ja frei sein. Wieso muss es dann freie Kunstschule heißen? Spricht ja schon für sich. Würdest du sagen, es hat dir trotzdem was gebracht, diese Kunstschule? Also mir hat sowohl die staatliche Fachoberschule was gebracht, weil ich da sehr viel Handwerkliches lernen konnte. Aber an der freien Kunstschule war dann für mich so die wichtigste Begegnung mit Künstlern wie zum Beispiel Josef Beuys, weil da konnte ich mich dann voll mit identifizieren, mit der Idee, dass wirklich jeder Mensch Künstler ist. Und der hat mir dann die Chance gegeben, eine gute Antwort zu finden auf all die Menschen, die mir immer vorgeworfen haben, du weißt ja immer noch nicht, was du willst. In dem Moment konnte ich sagen, doch, jetzt weiß ich, was ich will. Ich bin Künstler und mein Leben ist mein Kunstwerk. Und damit hatte ich dann viele Freiheiten und viele Möglichkeiten und habe mich sehr gut damit gefühlt bis heute. Ich meine, ich habe ja schon mit dir ein paar Gespräche gehabt, aber dass du dich als Künstler siehst, das wusste ich eigentlich auch gar nicht. Ja, war gut, dass wir heute das Buch besprechen. Und ich sehe nämlich nicht nur mich als Künstler, sondern auch dich und alle Menschen um mich herum. Denn wir alle arbeiten im Sinne von Josef Beuys an der sozialen Plastik unserer Gesellschaft. Und jeder ist da kreativ mitbeteiligt, ob er will oder nicht. Die meisten Menschen wehren sich ja dagegen, die wollen die Verantwortung nicht übernehmen. Da sind das dann böse Politiker oder die böse Wirtschaft. Und den Anteil, den man selbst kreativ dazu beiträgt, den blendet man am liebsten aus. Und deshalb finde ich es enorm wichtig, dass sich jeder Mensch als Künstler, man kann auch sagen als Kreativer, eigentlich als Mensch erlebt, weil ich denke, das ist die wichtigste Eigenschaft von einem Menschen, kreativ das Leben zu gestalten. Und dann vor allem nicht irgendjemanden versuchen zu kopieren, sondern dann auch authentisch zu sein, ne? Ja, das ist eine wichtige Voraussetzung. Dann kommst du in deinem Buch zu einem Punkt, das gute Leben beinhaltet auch Sterben. Und so knallhart, wie das klingt, ist es auch. Und du gehst damit auch ganz knallhart um. Nämlich, was hast du gebaut? Naja, es ging damit los, dass ich irgendwann auf die Idee kam, mir meinen eigenen Sarg zu bauen. Und so wie du sagst, hört sich das natürlich schon etwas abstrus an. Aber für jeden, der mal in der Notwendigkeit war, sich um einen Sarg zu kümmern. Und das ist ja das Traurige, wenn man den Tod möglichst weit vom Leben wegschiebt, dann will man damit nichts zu tun haben und ist dann spontan in einer Situation, wo man mehr oder weniger überrumpelt wird. Das heißt, es stirbt irgendjemand aus dem Umfeld und man braucht einen Sarg. Und dann ist es ein ziemlich miserables Angebot, was einem da zur Verfügung steht. Und man muss sich schnell entscheiden, weil das ist eben keine Entscheidung, die man verschieben kann. Und mir ist das tatsächlich dreimal passiert. Und dann habe ich mir vorgenommen, das passiert mir nicht nochmal. Und ich möchte verhindern, dass das meiner Familie passiert, dass die irgendwann mal für mich einen Sarg aussuchen müssen, der hässlich ist, der billig ist, den man mit teurem Geld bezahlen muss. Und die wissen, ich würde mich da freiwillig nicht reinlegen. Und habe mir dann gedacht, okay, ich baue mir jetzt meinen Sarg. Und na, es war dann schon, also bei mir auch in der Familie, ich habe 5 Geschwister, meine jüngste Schwester, die hat dann gesagt, jetzt ist der Punkt erreicht. Du hast schon viele verrückte Sachen gemacht, aber das geht zu weit. Fakt ist, der Sarg, der ist gar nicht mehr oberirdisch, ne? Nee, ich habe dann tatsächlich im Laufe der Zeit 7-mal meinen Sarg gebaut und jedes Mal liegt jemand anders drin. Zum Glück. Wahrscheinlich. Und das hat mich dann inspiriert zu sagen, okay,
die Leute können doch ihren Sarg auch selbst bauen. Ich biete jetzt Sargbaukurse an. Aber das Wichtigste dabei war für mich, tatsächlich festzustellen, dass es eine Bereicherung fürs Leben ist, sich mit dem Sterben auseinanderzusetzen. Und es ist eben nicht so, dass ich da ständig mit dem Tod konfrontiert bin, sondern eigentlich mit dem Leben. Weil wenn ich mir Gedanken darüber mache, was das Sterben ist, mache ich mir auch Gedanken darüber, was das Leben für mich ist. Und es gibt den Satz, so wie eine Gesellschaft mit dem Sterben umgeht, so geht sie auch mit dem Leben um. Und ich habe die Befürchtung, das trifft auch bei uns auf die Gesellschaft zu. Je mehr wir versuchen, den Tod zu verbannen, desto mehr verbannen wir auch die lebendigen Momente im Leben. Und das ist eine der wenigen Tatsachen, die wir wissen. In dem Moment, wo wir auf die Erde kommen, wir nähern uns dem Sterben. Mit jedem Tag. Ausnahmslos, ja. Dann hast du fast ein noch unschöneres Thema, den Status quo über unsere Erde. Und das ist auch einfach knallhart, wie du das hier schreibst. Das sind auch nicht irgendwelche Einschätzungen von dir, sondern mit Quellenangaben, wo man eigentlich auch schnell merkt, an welchem Punkt wir heute schon sind. Ne? Und ich glaube, so einen Punkt konnten wir eben nur erreichen, indem wir den Tod verdrängt haben und uns auch um das Leben nicht groß gekümmert haben. Also einen Lebensstil entwickelt haben, der keine Rücksicht auf unsere natürlichen Grundlagen nimmt. Leben und Tod ist ja ein Kreislauf. Und man kann ja sagen, der Own-Home-Gedanke ist vor allen Dingen dieser Kreislauf-Gedanke. Und hier ist an dieser Zeichnung auch nochmal sehr schön zu sehen, was auch nochmal in allen Einzelheiten beschrieben wird. Der Own-Home-Gedanke und das Leben ist ein Kreislauf und du versuchst, diesen Kreislauf möglichst ins Laufen zu bringen. Ich würde jetzt nicht sagen, ihn ins Laufen zu bringen, aber ihn erlebbar zu machen. Also letztendlich gibt es diese Kreisläufe, aber wir sind oft aus den Zusammenhängen rausgerissen. Und die Idee ist, die wieder erlebbar zu machen, auch sinnlich erlebbar zu machen, dass wir nicht nur das um uns intensiver erleben können, sondern auch uns selbst. Weil das war auch noch so eine wichtige Erkenntnis aus der Kunstschule, wie wichtig für unser Leben unsere Sinne sind. Und je weniger wir die nutzen, desto mehr verkümmern die. Und deshalb geht es tatsächlich auch um sinnliches Leben und Erleben, weil das eine andere Komponente, als wenn wir es nur über den Kopf uns gedanklich erschließen. Und das ist einer der Grundgedanken beim Own Home, diese Kreisläufe erlebbar zu machen. Du hast hier unheimlich viel geschrieben, Zeichnungen drin, Wissen drin. Das ist der eine Punkt, sich hinzusetzen und all das zu Papier zu bringen. Der nächste Punkt ist, jemanden zu finden, der sagt, jutet Buch, das drucken wir. Und das vermarkten wir. Wie hast du das gemacht? Das ist so wie vieles entstanden. Einmal durch die Begegnung mit Jonas, der letztendlich dann der Verleger von dem Buch geworden ist, den ich kennengelernt habe, als er bei mir war und der irgendwann auf mich zukam. Und im Gespräch war dann die Überlegung, ob wir nicht gemeinsam ein Buch entwickeln wollen. Und ich fand die Idee sehr gut, weil ich habe viele Besucher und für die sind dann immer 2-3 Stunden da, aber es bleiben einfach ganz, ganz viele Fragen unbeantwortet. Und für Menschen, die sich mehr mit dem selbstbestimmten Leben auseinandersetzen wollen, ist natürlich eine ganz andere Basis, so viel Gedanken mitzubekommen. Und dann war die Idee geboren, dass wir das machen. Aber ich habe von vornherein zu ihm gesagt, du, ich mache das gerne mit dir, aber nur, wenn wir transparent kommunizieren, wie sind die Abläufe, wie funktioniert das? Und da war er sofort mit einverstanden und das haben wir tatsächlich bis heute durchgezogen und es macht richtig viel Spaß und ist super spannend, da mal hinter die Kulissen zu schauen. Wenn ich dieses Buch kaufen möchte, was kostet das? Zum Preis sage ich gleich noch was, aber natürlich auch zu dem, wo man es kauft und was man damit dann bewirkt.
Also beim Preis war es dann so, da ging es ganz am Ende erst drum. Als es dann nach langen 1,5 Jahren praktisch druckreif war, hat Jonas so die Frage im Raum gestellt, wie wollen wir es drucken lassen? Entweder das, was leider als normal bezeichnet wird, dann käme der Endpreis von ungefähr 15 Euro zusammen. Oder, was natürlich der Idee viel mehr entspricht, bei einer Druckerei, die Cradle-to-Cradle zertifiziert ist. Das heißt, dass man versucht... Von der Wiege zur Wiege und nicht von der Bahre oder von der Wiege zur Bahre. Ja, genau, dass wirklich Materialien und Farben verwendet werden, die auch wieder im Kreislauf bleiben können. Was aber zur Folge hat, dass dann der Endpreis bei 29,90 Euro liegen wird. Also das Doppelte. Ziemlich genau das Doppelte. Und ich habe gleich spontan gesagt, da müssen wir nicht überlegen. Ich kann ja nicht die Idee, die in dem Buch beschrieben ist, schon beim Drucken wieder verraten. Und da ist es mir viel wichtiger, dass es konsequent auch danach entsteht. Und da bin ich eher bereit, wenn jemand wirklich das Buch möchte und kein Geld hat, dann verschenke ich das Buch lieber, als dass ich beim Drucken schon die ersten Kompromisse eingehe. Und das Spannende ist ja, ich wollte dann wissen, ja, wie machen wir es mit dem Vertrieb? Und er hat mir dann gesagt, dass er das über alle konventionellen Kanäle mitvertreiben wird. Und jetzt kann man sich vorstellen, dass ich jetzt nicht unbedingt ein Freund von großen Konzernen bin. Das ist vielleicht schon ab und zu angeklungen. Und jetzt Amazon jetzt nicht meine Favorite-Organisation wäre. Aber es ist eben so, die haben so eine große Marktmacht, dass man sich dem nicht entziehen kann. Und dann ist es bei Büchern scheinbar tatsächlich grundsätzlich so, der Autor bekommt zwischen 7% und 10%, je nachdem, was er mit dem Verlag aushandelt. Amazon verdient einem Buch 40%. Und da gibt es nichts zu rütteln, weil die haben die Marktmacht, die können sich das erlauben. Der normale Buchhandel hat dann zwischen 30% und 35%. Und deshalb denke ich, ist es sehr, sehr wichtig, wo man auch das Buch bezieht. Weil je nachdem, wem man sein Geld geben will, unterstützt man damit auch unterschiedliche Entwicklungen. Und dann lieber in einem kleinen regionalen Buchhandel, wo es auch maximal einen Tag dauert. Oder im Idealfall natürlich direkt beim Autor. Und der Autor, der läuft alle 3 Tage zur Post und steckt mal wieder ein paar Pakete in den Briefkasten rein oder bringt es zur Post? Oder wie ist das? Ja, so läuft es aktuell. Da fährst du mit dem Fahrrad hin und gibst die auf? Je nachdem, wie viele es sind, manchmal auch mit dem Elektroauto. Ihr habt in eurem Verbund habt ihr ein Elektroauto, was ihr mit vielen Leuten benutzt, nicht? Ja. Zurück zu deinem Own Home. Du beschreibst hier tatsächlich Schritt für Schritt, wie du dein Own Home 1.0, also das Ur-Own Home, wie du das baust. Wenn man in diesem Own Home mal gewesen ist, da drin gestanden hat, den Raum, diesen Platz mal gesehen hat und gesessen hat. Wir haben, Clemens und ich haben da schon zusammen gegessen. Wir haben da abends ein Bierchen getrunken, haben Sendungen gemacht. Und wenn man dann sieht, wie dieses Own Home auf der Wiese steht und entsteht, ist es eigentlich unglaublich, dass das dieses Gebäude ist, wo wir drin gesessen haben. Also ich finde das eigentlich auch schon wieder ganz toll zu sehen. So einfach ist es eigentlich auch, ne? Mhm. So einfach, dass es jeder selber machen kann. Also das ist mehr oder weniger auch eine Anleitung. Mhm. Und für die, die es dann noch mehr interessiert, gibt es tatsächlich auch die Möglichkeit, zusätzlich Fotos zum Aufbau zuzumailen oder die Schemazeichnung nochmal ganz exakt. Und ich habe jetzt mitgekriegt, es gibt bereits 3 funktionierende Pflanzenkläranlagen, die nach dem Stil aufgebaut worden sind, nur aufgrund der Daten, die ich dann zugemailt habe. Und erst vorgestern habe ich eine Mail bekommen von jemand, der dann gesagt hat, er hat auch die Wasseruntersuchungen machen lassen und selbst vor der Osmoseanlage war bereits Trinkwasserqualität vorhanden. Das freut mich natürlich dann besonders. Und von einer weißt du noch gar nicht, von der ich aber weiß. Das wirst du schon noch sehen. Das ist auch sehr schön. Dann haben wir hier auch die Energieversorgung
mit bis zu dem Badeofen, den du hast, wie du deine Wärme machst, wie du deine Biogasanlage hast. Also es ist eigentlich alles drin. Dann hast du ein Thema, was mein Lieblingsthema ist, wo ich dich immer, was ich immer mit einem Schmunzeln anspreche, nämlich das Thema Tadellakt. Und deshalb musste ich das Buch schreiben, weil als Franke ist das Wort eigentlich unaussprechbar. Aber schreiben kann ich es natürlich. Ja, für mich wunderbar. Also ich hatte bei Clemens immer von diesem Dadelakt gehört und ich habe ihn irgendwann mal gefragt, sag mal, wie heißt das genau? Und da griff er nur einfach hinter sich, holte das Buch, wusste schon, wo es ist, konnte blind hingreifen und sagen, das muss ich jedes Mal holen, weil es der Franke nicht aussprechen kann. Das ist auch mit tollen Zeichnungen. Also ich muss natürlich gleich korrigieren. Der Franke kann das sehr wohl aussprechen. Aber die anderen können das halt nicht verstehen. Ich verstehe, ist mir schon klar. Also dieser Tadellakt ist eine Technik, die ist ja schon uralt und eigentlich total unterschätzt. Ist uralt, ist genial, ist wunderbar zu verarbeiten und auch hinterher anzufühlen, anzufassen. Und sie hat eben eine Eigenschaft, dass sie nie im konventionellen Baubereich zum Einsatz kommen wird. Sie lässt sich nicht automatisieren. Es ist einfach Handarbeit und selbst ein Fachmann schafft nicht mehr wie 2,5 bis 3 Quadratmeter an einem Tag. Und das ist ganz schwer zu kommerzialisieren. Und ein Handwerker würde sagen, dann machst du Acryllack drauf und dann ist das... In der Zeit lege ich 40 Quadratmeter Fliesen. Fliesen, genau. Dann hast du über deine... finanzielle, du hast sozusagen ein bisschen das Portemonnaie aufgemacht und hast gesagt, guck mal, so kann ich leben. Ob du jetzt immer so lebst, aber du hast mal eine finanzielle Rechnung aufgemacht, dass du nämlich eigentlich mit 1000 Euro im Monat leben kannst. Gut leben kann. Gut leben kannst, ja, das kann ich bezeugen. Und jeder, der mal so kurz nachdenkt, wird bei sich selber merken, mit 1000 Euro komme ich schon alleine wegen Versicherung, Miete, Altersvorsorge, allem Klimbim komme ich gar nicht hin. Und du hast das hier aufgeschlüsselt und da sind auch solche Posten wie Bücher und Gastronomie sind auch mit drin. Also du lebst nicht wie ein armer Hund. Das funktioniert sehr gut und das war mir eigentlich auch ein ganz wichtiger Punkt, die Lebenshaltungskosten zu senken, weil je nachdem, wie hoch die sind, bin ich ja genötigt, das entsprechende Geld dafür zu verdienen. Und ich finde da die Idee von Nico Bech, der ja einer der bekanntesten Postwachstumskritiker ist, beziehungsweise Wachstumskritiker, dass die Menschen weniger arbeiten sollten und sich mehr mit Subsistenz und Gemeinwohl beschäftigen sollten. Aber das funktioniert ja nur, wenn die Fixkosten nicht mehr so hoch sind, wie sie jetzt normalerweise sind. Und deshalb wollte ich zeigen, es gibt Alternativen, gut zu leben mit geringen Fixkosten. Im Moment durch die Corona-Krise schrauben wir ja ein bisschen runter. Wir gehen ja alle ein bisschen runter. Viele von uns verdienen ja auch weniger. Und siehe da, bei den meisten reicht es irgendwie ja dann doch auch. Und zu dem Thema Corona, also Corona als Chance, hast du auch was geschrieben? Was siehst du da als Chance? Also für mich ist es eigentlich ein sehr wichtiges Phänomen, weil das, was häufig jetzt als die vorherige Normalität wieder angestrebt wird, war für mich eine absurde Situation. Also wir haben schon die letzten Jahre ruinös gelebt, haben unsere Natur auf Kosten unseres materiellen Wohlstands gnadenlos zerstört und es hat sich niemand drum gekümmert. Und jetzt kommt so ein kleiner Virus und plötzlich passiert ganz, ganz viel. Und plötzlich machen sich Menschen über Dinge Gedanken, die vorher überhaupt keine Rolle gespielt haben. Was brauche ich eigentlich wirklich? Was will ich? Was fange ich mit meinem Leben an? Und
je nachdem, welche Schlüsse wir daraus ziehen, kann das eine riesige Chance sein. Und ich hoffe nur, dass wir nie wieder in die sogenannte Normalität zurückkommen, sondern tatsächlich was Neues als Normalität bezeichnen, nämlich einen naturgerechten Lebensstil, wo wir zusammen mit der Natur im Einklang leben können. Und dann braucht es vielleicht keine solchen Viren mehr. Das Thema zusammen, du hast hier die solidarische Bauwirtschaft, kommt relativ weit hinten. Da hätte ich als Lektor gesagt, das muss nach vorne, denn das ist eigentlich ja ein ganz großer Bestandteil dieses Own-Home-Gedankens, der Sobawi. Ja, ist aber tatsächlich historisch erst weiter hinten entstanden. Nämlich in dem Moment, wo es um die Überlegung ging, wie gehen wir mit der Idee jetzt um? Also wir hatten ziemlich schnell ein großes Interesse von außen. Und dann war natürlich ganz schnell die Überlegung da, gute Idee, machen wir ein gutes Geschäft. Und das hat sich für mich innerlich überhaupt nicht stimmig angefühlt. Und ich habe schon ganz oft miterleben müssen, wie gute Ideen, die eigentlich das aktuell kapitalistische System verändern wollten, in dem Moment, wo es als Geschäftsidee genutzt wurde, ganz schnell plötzlich ein Teil von dem System waren, was sie eigentlich ändern wollten. Und da war ich mir ganz sicher, das will ich nicht. Und deshalb war für mich relativ schnell klar, dass wir keine der üblichen Gesellschaftsformen, GmbH, wie auch immer, daraus machen wollen. Und es hat lange gebraucht, bis dann die Idee entstanden ist, tatsächlich auch angelehnt an die solidarische Landwirtschaft, eine solidarische Bauwirtschaft zu gründen und einfach ganz anders mit der Idee des Bauens umzugehen. Und deshalb ist es ziemlich spät im Buch, aber für mich enorm wichtig. Also ich habe ja in Berlin das Own Home hier bei Berlin gedreht. Für mich war das ein Luftschloss. Ich dachte, sowas kann ja gar nicht funktionieren. Dass diese Sobawi, dass man damit ein Haus bauen kann. Aber ich habe ja wirklich gedreht, wie Frauen mit dem Fahrrad ankamen. Nicht nur eine, nicht nur zwei, da kamen ganz viele. Da kamen Männer, da kamen junge Leute, die ja einfach vorbeikamen und geholfen haben. Und die nicht hinterher dagestanden hatten und haben gesagt, so, ich habe jetzt 6,5 Stunden gearbeitet, macht für mich Summe X, sondern die sind wieder gefahren und hatten noch Essen mit uns mitgebracht. Am See gegangen und noch schwimmen gegangen. Ja, das habe ich leider nicht mitgefilmt, aber es war wirklich unglaublich, dass das funktioniert. Und das finde ich auch eigentlich ganz toll in diesem Buch, kommt man immer wieder auch an so Stellen, wo ich glaube, nachvollziehen zu können, an welchen Punkten du da gewesen bist, dass immer wieder auch Leute gedacht haben oder gesagt haben, der Clemens, der spinnt sich wahrscheinlich da ein bisschen was zurecht und ja, Träumer. Und am Schluss kommt was raus, wo all die Zweifler, ich wäre wahrscheinlich auch ein Zweifler gewesen, muss ich ganz ehrlich zugeben. Und wenn ich das lese, erkenne ich mich nicht bei dir wieder, sondern auch manchmal bei den anderen, die dann sagen, Mensch, mit dem Anhänger fahren, hast du das überhaupt schon mal gemacht? Und du hast es trotzdem getan und deswegen sitzt du heute jetzt hier. Und das finde ich ganz unglaublich. Dieses Buch zeigt für mich, warum du heute derjenige bist, der du bist. Man kann wahrscheinlich nicht sagen, okay, ich gehe jetzt auch den Weg, ich nehme mir jetzt auch ein Fahrrad und fahre durch die Gegend. Das ist so nicht mehr zu machen, aber es zeigt sehr gut, warum du an diesem Punkt gelandet bist. Und ich würde mal sagen, als irgendwie auch ein Visionär jetzt hier sitzt, deswegen machen wir ja diese Sendung und deswegen habe ich ja irgendwann mal gesagt, wir müssen unbedingt mehr mit dir machen, weil immer wieder irgendwelche Themen aufkommen. Das macht sich hier bei diesem Buch, erklärt sich das für mich sehr gut. Ich wollte nur einwerfen, dass auch ich ganz oft
nicht hundertprozentig überzeugt war, dass es funktioniert und wie es funktioniert. Also auch da waren durchaus hin und wieder Zweifel. Ich will damit sagen, dass auch jeder andere, der Zweifel hat, sich davon nicht unbedingt abhalten lassen sollte. Und man darf auch gerne mal auf die Nase fallen. Ich meine, als kleines Kind fällt man, glaube ich, hunderte Mal auf die Nase und läuft dann doch irgendwann. Dann haben wir noch ein schönes Bild, was ich jetzt gar nicht als Bild deswegen schön finde, weil ich sage, das hänge ich mir an die Wand, sondern du hast eigentlich zum Schluss hier noch eine Vision aufgemacht. Das Own Home nicht als ein Haus, wo man sagt, das ist mein Haus, mein Auto, sondern Own Home als eine Gesellschaft, als eine Gemeinschaft. Das ist letztendlich auch die Vision dahinter. Und irgendwie landen wir dann tatsächlich so bei der Idee des guten Lebens, wie sie eben auch in Südamerika dieses Buen Vivir wiedergibt, wo einfach Gemeinschaften verbunden miteinander, mit allen anderen Wesen, mit der Natur, sich gegenseitig unterstützen und das Leben genießen. Und das geht eben wirklich nur miteinander. Und dazu brauchen wir unsere wachen Sinne, um unsere Verbundenheit mit dem anderen Menschen wahrzunehmen, mit den anderen Wesen, mit der Erde. Und deshalb, dazu kann so ein Lebensstil auch viel beitragen. Ich kann es nur noch mal sagen, ich kann Ihnen dieses Buch einfach nur ans Herz legen. Unten haben wir den Link drin, wo Sie das Buch bestellen können. Da werden Sie nicht auf Amazon durchgestellt, sondern bestellen das Buch direkt bei Clemens, der es direkt in den Briefkasten schmeißt, was doch ein sehr schönes Ding ist. Das Gute ist noch, Sie bekommen nicht dieses Buch, sondern ein solches. Da ist nicht drin rumgekritzelt worden. Ich kann es insofern ans Herz legen, wir haben ein paar kleine Punkte jetzt hier drin gehabt. Es sind auf 200 Seiten viele Aha-Erlebnisse da drin. Und gerade für einen Lockdown oder für die Hängematte auch im Sommer, wenn er wieder hoffentlich vorbei ist. Own Home, das Buch. Machen Sie es einfach, bestellen Sie es. Sie werden es nicht bereuen. Das war Own Home, das Magazin. Sonne auf Ihr Dach. Bis zum nächsten Mal und tschüss.